Heute mal was ganz Besonderes. Wir sind in München und ich darf euch Susanne vorstellen. Bei ihren Kollegen gilt sie als ordentliche und gewissensvolle Studiofee. Du bist hier sowas wie die Mama des Studios, habe ich gehört, und hast immer alles unter Kontrolle. Ganz kurz, wer bist du und was machst du hier bei Radio Horeb? Ich bin Susanne Wundtag. Ich bin mittlerweile hier die Studioleiterin. Ich habe angefangen als Sekretärin und wie du gesagt hast, ich sorge hier für Ordnung. Du sorgst nicht nur für Ordnung, auch in diesem Jahr ziehen du und dein Mann wieder die ganze Silvesternacht, die Jahresheiligen für unsere Hörer. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Jahresheilige ziehen gibt es hier im Radio schon ganz, ganz lange. Und irgendwann war es dann dran, dass wir auch den Hörern die Chance bieten wollten, dass auch sie den Jahresheiligen ziehen konnten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen mal an. Und ja, Hörer können anrufen und die dürfen sich einen Jahresheiligen ziehen. Und so sind wir dazu gekommen. Und es geht über die ganze Nacht? Ja, das war, die Technik hat es möglich gemacht, dass wir die ganze Nacht hindurch oder in jedem Moment in der Nacht hätten wir die Technik wieder abgeben können an die Nachtplayliste. Und wir haben gesagt, wir machen so lange, solange die Hörer anrufen, bleiben wir hier. Und die Hörer haben die ganze Nacht angerufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt die ganze Nacht hindurch. Und das macht ihr auch dieses Jahr wieder? Das machen wir auch dieses Jahr wieder. Und ich habe hier schon das Körbchen stehen, weil eins davon ist immer dieses Geräusch, das Rascheln muss man hören und muss es erraten. Und das Körbchen steht hier mit den Jahresheiligen, ja. Perfekt. Nicht nur für unsere Hörer nimmst du dir jede Menge Zeit, sondern auch für die Münchner Kollegen. Die sehen dich, wie gerade eben schon gesagt, als echte Mama hier im Studio. Was treibt dich an, mit so viel Liebe fürs Detail dich für die ganze Mannschaft einzusetzen? Ich liebe die Menschen, ich liebe die Leute, ich liebe die Geschichten hinter diesen Menschen. Und es ist einfach interessant und es ist einfach toll. Und es sind tolle Menschen, es sind tolle Leute und die sind es wert, dass man sich für sie einsetzt. Hast du bei den Jahresheiligen die heilige Therese gezogen, zufällig? Nein, habe ich nicht. Das hätte auch ganz gut gepasst, oder so als Alltagsvorbild? Das hätte gut gepasst, aber ich würde sagen, die Therese, die ist schon im Herzen, die brauche ich nicht als Jahresheilige. Gibt es was, was du dir so von ihr abgeschaut hast, von ihrer Art oder so im Alltag? Im Alltag, ja, sie ist ein großes Vorbild, ihre Geduld, die mir fehlt, ihre Leidensbereitschaft, die mir fehlt. Ja, das hoffe ich doch irgendwann auch mal noch zu lernen, ja. Dafür durftest du im Gegensatz zu Therese schon ziemlich viel reisen. Du warst mit Radio Horeb in verschiedenen Ländern unterwegs. Wo warst du schon? Mit Radio Horeb war ich außerhalb Deutschlands, nur in Afrika, in Kenia, in Nairobi und in Kisumu. Was hast du da gemacht? Da durfte ich mit die UKW-Frequenz einweihen, die Studios einweihen und das war ganz, ganz toll, ja. Gibt es ein Land, was besonders hängen geblieben ist, was dir irgendwie mega gut gefallen hat? Also in Afrika war ich bisher nur in Kenia, aber ich fand das echt toll, ich fand das stark und es war einfach beeindruckend, dieses Land zu sehen, dort zu sein, aber auch nicht als Tourist da zu sein, sondern vom Dienst und direkt mit den Menschen da zu sein, mit Michael Wieler dort zu sein, auch mit Jean-Paul Kayura, also unter diesen Menschen einfach zu sein und das Land ganz anders kennenzulernen. Wir waren auch mitten im Bazar, mitten unter den Leuten, also es war ja beeindruckend. Ja. Wie hast du das Land erlebt? Wir haben es, also nicht als Tourist, sondern wir haben das Land erlebt als Freunde. Wir waren mitten unter den Menschen und waren nicht als Fremde. Wir waren direkt unter den Menschen und unter den Kollegen. Radio Horeb, Radio Maria ist eine Familie und auch in Afrika, wenn man dort auch in ein Studio kommt, das ist Heimat. Das ist einfach, ja, wie ein nach Hause kommen und das ist überall auf der Welt so, ja. Ich durfte das coolerweise auch schon in Kibeo erleben, deshalb weiß ich, was du meinst. Susanne, du bist einer unserer ersten Facebook-Follower und hast Radio Horeb 2012 über Facebook kennengelernt. Stimmt das? Also ich bin ja Hörerin, ich bin großer Radio Horeb-Fan und ich kam übers Hören und ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 26. Damals, 2012, 2011, war er 13 und er wollte natürlich auf Facebook unterwegs sein. Und ich als brave Mama habe dann gesagt, wenn mein Kind auf Facebook ist, dann muss ich gucken, was er da macht und liked. Und dann dachte ich, Radio Horeb, die sind immer so fortschrittlich. Die sind bestimmt auch auf Facebook unterwegs und ich habe nach dem Button gesucht, wo man liken kann. Und bei dem Liken bin ich über die Stellenanzeige gestolpert, genau. Und daraufhin hast du ja angefangen. Und daraufhin habe ich ja angefangen. Das ist natürlich erstmals an der Stelle die Gelegenheit für unsere Zuschauer, den Like-Button hier ordentlich durchzudrücken und unsere Social Medias, ja, einfach alle am besten zu abonnieren. Du
Du hast als Sekretärin dann hier angefangen, nachdem du das Stellenangebot gesehen hast. Jetzt bist du die Studioleitung in München. War so eine steile Karriere geplant? Nein, überhaupt nicht. Was war dein Gedanke, als du hergekommen bist am Anfang? Hier bin ich daheim, ja, hier bin ich richtig. Hier bin ich mit meiner, ich habe lange drum gebetet, wo ich hin soll, wo mein Platz ist. Und ich wusste, hier mit meinen Fähigkeiten bin ich einfach hier daheim. Ja, genau, bin ich hier richtig. Und ich habe immer gesagt, ich habe die und die Fähigkeiten von Gott bekommen, die setze ich ein und solange sie gebraucht werden, bleibe ich auch. Das erfreut uns alle sehr und vor allem deine Münchner Kollegen haben bei der Recherchearbeit nur positiv über dich berichtet. Du teilst dir die Studioleitung mit Ralf. Ja. Wer hat das Sagen? Immer die Frauen, das weißt du doch. Ich glaube, es ist eine gute Gemeinschaft. Ich kam als Sekretärin für den Ralf und der Ralf ist mittlerweile vierfacher Papa und ist dann quasi nicht mehr hundertprozentig hier im Radio. Und in der Zeit habe ich dann einfach gesagt, ich unterstütze ihn gerne, ich mache diesen Job gerne. Aber ich muss dann auch ein bisschen das Sagen haben, wenn er nicht da ist, wenn er in Papaurlaub ist, dann brauchst du auch einfach jemanden, der dann das Sagen hat. Und dadurch wurde mir dann mehr Rechte, mehr Kompetenz verliehen und jetzt teilen wir uns es und ich würde sagen, wir sind ein super Team. Ist sehr, sehr cool. Und jeder mit seinen Fähigkeiten, ja. Das ist perfekt. Ihr bildet zusammen auch die ehrenamtlichen Schichtbegleiter hier in München aus. Was ist so das Schönste, was du in dieser Arbeit bisher erlebt hast? Das ist total spannend, weil es sind total unterschiedliche Leute. Und ich glaube, das Schönste ist einfach, die ganzen Ehrenamtlichen, die sich hier in der Schichtbeteiligung mit einbringen, in der Schichtbegleitung mit einbringen, die bringen auch ihre eigene Geschichte mit. Und jeder ist in einem anderen Bereich, jeder kommt aus einem anderen Bereich, jeder hat andere Erwartungen. Und diese Verschiedenheit, die ist einfach schön. Wie bringst du die dann wieder zusammen, die Verschiedenheit? Das macht der Herr. Wir alle haben ein Ziel und eine Freude und das ist unsere gemeinsame Mitte. Also das mache nicht ich. Das war jetzt keine besondere Überraschung, aber gibt es etwas, was dich in deinem Job immer wieder besonders überrascht? Dass ich hier bin? Was mich immer wieder überrascht. Oder was du immer wieder aufs Neue vielleicht auch erleben darfst in deinem Arbeitsalltag oder sowas für dich so? Was mich wirklich immer wieder überrascht ist, dass es hier nie ruhig zugeht. Hier ist immer Leben und hier ist immer Action und es gibt immer irgendwie was Neues und eine Weiterentwicklung. Und dafür die Offenheit zu bewahren, das ist, ja. Ja. Auch im nächsten Jahr gibt es hoffentlich viele tolle Überraschungen. Was wünschst du dir und unseren Hörern fürs kommende Jahr? Was ich mir wünsche fürs kommende Jahr, ich bin so ein visueller Mensch, ich brauche hier immer so einen Überblick und hier ist der Überblick über 2024 mit schon ganz vielen, jeden Monat gibt es ein anderes Highlight, jeden Monat gibt es eine andere Action und also es gibt viele Exerzitien wieder, es gibt viele Außenübertragungen und ich wünsche mir, dass die einfach reibungslos gelingen, dass diese Freude spürbar wird, dass wir noch enger zusammenwachsen mit den Hörern, dass es viele schöne Begegnungen gibt und dass wir alle daraus wachsen, auch jetzt in der Zeit, wo es viel Krieg gibt, wo es viel Leid gibt, aber dass wir einfach diese Hoffnung nicht verlieren und den Blick nach oben nicht verlieren. Das wünsche ich mir für uns alle.